Michael Schramm in Istanbul. Die Türkei und der Terror, das ist der Titel dieser Sendung. Und wir fragen uns natürlich nach dem Anschlag vor ein paar Tagen auf die deutsche Gruppe und nach den vielen Terrorattentaten in der Türkei. Welche Folgen hat das für das Land und auch für den Tourismus? Also für den Tourismus hat es natürlich absehbar große Folgen. Die Deutschen stellen die größte Touristengruppe in diesem Land. Und der Tourismus ist sehr, sehr wichtig als wirtschaftliche Säule für dieses Land. Und der Anschlag hat sozusagen da mitten ins Herz getroffen. Der Tourismus dürfte, die Saison dieses Jahr dürfte eine schwierige werden für die Türkei und hier in Istanbul ganz im Besonderen. Naja, und was der Anschlag politisch bewirkt hat, ich glaube, er hat nochmal den Schulterschluss zum Westen verstärkt. Die Türkei ist ja ein Stück weit da ein Zwiespalt. Zum einen sieht man sich als Teil des Westens, auf der anderen Seite hat man natürlich eigene Interessen, nämlich der IS ist einfach geografisch nah. Es gibt eine fast 1000 Kilometer lange Grenze nach Syrien und damit auch weite Teile zum IS hin. Es gibt viel IS-Sympathie im Lande, speziell im Südosten. Und die Türkei hat natürlich Angst, hier sozusagen in die erste Schlachtreihe zu rücken. Das hat bisher dazu geführt, dass man sich nicht ganz unmittelbar direkt auf die Seite des Westens gestellt hat und eine Art taktierende Politik ausgeübt hat gegen den IS. Ja. IS ist ja wohl ausgemacht der Urheber des Anschlags in Istanbul, aber dann gab es ja zum Beispiel noch einen weiteren Anschlag auf eine Polizeistation im Süden. Da wird die PKK verantwortlich gemacht. Ist das ein Zwei-Fronten-Krieg, der sich da auch auf Zukunftssicht hin auftut? Die Türkei ist tatsächlich in einer Art Zwei-Fronten-Krieg geraten. Zum einen führen türkische Sicherheitskräfte seit einigen Monaten eine Art von Krieg im Südosten des Landes in mehreren Städten gegen die PKK. Man will die PKK dort sozusagen austrocknen und die PKK hat immer wieder gesagt, man wird dafür Rache üben und dieser Polizeianschlag gegen dieses Polizeipräsidium gehört sicherlich dazu. Auf der anderen Seite hat diese taktierende Politik gegen den IS, die war auf Dauer nicht durchzuhalten und die Türkei zeigt jetzt deutlich mehr Kante gegen den IS. In der Türkei gibt es große Razzien gegen IS-Sympathisanten. Der Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak findet statt, aber eher formal. Aber ganz grundsätzlich muss man dennoch sagen, die Türkei zeigt deutlich mehr Distanz zum IS, zeigt deutlich mehr Konfrontation. Und das führt dazu, dass es tatsächlich inzwischen zwei Fronten gibt für die Türkei. Ja, und ein Land zwischen zwei Fronten, aber es soll auch quasi zwischen zwei Fronten vermitteln, nämlich der flüchtenden Welt und der Welt, wo die Menschen hinwollen. Aber die Türkei soll so eine Art Wall darstellen. Funktioniert das tatsächlich, diese Idee und der Gedanke des Westens? Ja, ich glaube, da muss man natürlich auch ein Stück weit mal den Interessensansatz berücksichtigen. Die Politik besteht bekanntlich aus Interessen und man muss sehen, wo ist das türkische Interesse. Die Europäer wollen, dass die Türkei hier Aufgaben übernimmt, die die Europäer sonst betreffen würden. Die Europäer wollen, dass die Türkei etwas leistet, was die Europäer nicht leisten wollen, nämlich Flüchtlinge in großer Zahl im Lande behält und diese auch einigermaßen günstig versorgt, ihnen Perspektiven bietet. All das will Europa nicht tun, speziell Osteuropa nicht tun. Und das muss über einen Interessensansatz gehen im Sinne von, dass man der Türkei dafür was bietet. Das kann nur Geld sein. Und diese Geldzahlung, die Rede ist immer wieder von diesen 3 Milliarden, die ist bisher nicht erfolgt. Das ist motivationspsychologisch sicherlich problematisch. Das kann man, glaube ich, sehr schnell verstehen. Und es ist auch relativ unklar, ob diese 3 Milliarden auf eine schnelle Weise zusammenkommen. Da sind viele strittige Fragen innerhalb der EU. Also die Erwartung einfach, die Türkei soll die europäischen Probleme lösen, ist sehr weit gegriffen. Ja, und andererseits hört man dann, dass Flüchtlinge abgewiesen werden, dass sie zurückgeschickt werden, gar nicht erst ins Land reinkommen. Was ist da los an der Grenze? Die Türkei versucht natürlich auch, die Flüchtlingszahlen besser unter Kontrolle zu bekommen, weil auch die Türkei Probleme bekommt mit dieser unkontrollierten Flucht ins Land. Es ist tatsächlich wohl so, dass Flüchtlinge wohl zurückgeschoben worden sind oder nicht mehr ins Land gelassen werden. Grundsätzlich gilt aber noch die Politik, die da heißt, jeder, der in Not ist, wird ins Land gelassen. Das ist die offizielle Marschrichtung der Regierung. Aber es gibt Einschränkungen. Die Türkei versucht auch ein Stück weit einen Deckel drauf zu bekommen. Michael Schramm, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen aus Istanbul. Vielen Dank dorthin. Danke.